Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3. Wir sind gerade im Holzfäller. Holzfällerlager. Bringen wir es hinter uns. Und wollen mit einem Kran ins Gefängnis reinkommen. Bist du hin? Ja, bist du hin. Wir sind bereit für dich. Oder du bist neuer. Ich werde ewig leben. Gibst du mir gerade eine Minute? Ja, ich geb dir eine Minute. Ach, die mit den Chili-Rezepten. Warte, der geht einfach rückwärts zu mir. Ich dachte, das war klar, dass ich die Schiene nehme. Aber jetzt noch nicht. Ich muss erstmal schauen, ob hier irgendwas Tolles gibt. In die Boxen rein. Ich glaube hier, ja. Hier gibt es, glaube ich, keine guten Boxen. Tja, Level up. Das ist doch mal geil. So, also, den Slot haben wir. Den benutzen wir halt nie. Das ist so, da kann man mit Nahkampf einfach nach vorne und greift den auf viel größeren Schockschaden zufügen. Das ist allgemein so ein Nahkampfangriff. Raygun. Das ist auch geil. Phalanx-Doktrin. Es gibt kein Stapellimit. Alter. Das ist natürlich auch heftig. Wenn ihr den Kill landet, beginnt ihr sich automatisch aufzuladen. Das ist der Flammenwerfer. Genau, Salamander.
Schmelzschaden. Feuerrate, eine Aufhängungsschaden. Magazingröße. Warte. Iron Bear. Mit zwei gleichzeitig. Alter, das ist natürlich geil. Unendlich Munition ist auch nicht schlecht. Ups. Ja, sowas ähnliches habe ich ja gerade. Oh, okay, das ist gut. Das ist richtig gut. Das ist. Vor allen Dingen, hier erhöhe ich die Feuerrate und hier minus 75% plus 3%. Das sind dann ja 15%. Ja, naja. Das sind dann minus 60% Feuerrate. Aber trotzdem Explosionsschaden. Also ich weiß nicht, ob das bei Borderlands 3 auch das beste Late Game, der beste Late Game Schaden ist. Oder ob es jetzt noch was anderes gibt. Weil im Late Game. Oh! Entschuldigung, ich muss da das. Einsammeln. Weil nicht mal der Iron Bear kann das einschlagen. Ja, aber du kannst es. Weil in Late Game, beziehungsweise man kann das ja durchspielen, Borderlands, also die Geschichte, und dann kann man noch einen Hardcore-Modus machen. Und da spielen wir quasi die Geschichte nochmal durch. Nur sind die Gegner extrem viel stärker. Also die haben so viel. Die haben sehr viel mehr. Sicher eine tolle Aussicht. Du bist Resistenz und so weiter. Aber man muss auch die kleinen Gleich. Dinge im Leben zu schätzen wissen. Ihr müsst Teil entschuldigen, Sie ist es nicht gewohnt, das Rampenlicht zu teilen. Also, als wir klein waren, haben unsere Eltern sie nie aus den Augen gelassen. Taryn wollte alles aussaugen, was sie in die Finger bekam. Dann ist unsere Mom gestorben. Das geht irgendwie auf Taryns Konto, aber danach entschied unser Vater, dass wir nie von seiner Seite weichen durften. Er hat es ihr nie gesagt, aber er sah Taryn als Monster an. Und ich war nur ein Freak, nebenbei bemerkt. Aber wir haben ihn verlassen und sind nach Pandora gekommen. Was der alte Sack nicht verstanden hat, ist, dass ein Freak mit einem Echo-Stream heutzutage ein Star sein kann. Ja. Genau, also im Wenn du abspringst, mach dich gleich auf einen Kampf gefasst. Die KDK geben ihre Gefangenen ungefähr so gerne auf wie ein Grog einen Schienbeinknochen. Zeit zu springen. Viel Glück, Kammerjäger. Gut. Also, nochmal zu Borderlands 3. Also in Borderlands 2 ist das Late Game eben so, dass die einfachen Soldaten oder die einfachen Gegner auch Resistenzen haben. Also ich schieße hier voll viel mit Feuerschaden und wenn der Gegner resistent gegen Feuer ist, stirbt. Es kann losgehen. Genau, wenn der Feind resistent gegen Feuer ist, habe ich halt null Damage. Und da war so der Explosiv-Damage der beste Counter, weil niemand war. Wo denn? Niemand war resistent gegen Explosion. Jetzt. Oh,
Warte, Sniper macht überhaupt keinen Spaß mit Demos. Dann snipe ich halt mit einem. Warte, ich habe gesehen, dass da unten eine Truhe. Jeder zweite hier. Ich brauche viel Kugeln. Dennoch verstehe ich Wort. So was haben wir auch. Ich schalte Kammerdiebe aus. Scheiße. So, jetzt hat er aber. Noch fangen? Das war echt, Kammerdieb. Boom, gesalbt. Achtung, Leute! Der Kammerdieb will den Waffenschmied retten! Sichert die Insel! Achtung, Kammerjäger! Es ist einer von diesen Freaks! Gib auf, Kammerdieb! Den Waffenschmied musst du mir aus meinen kalten, toten Händen reißen! Easy. Au. Oder der schießt da durch, oder was? Sterben geht ganz leicht. Ich helf dir. Ja, jetzt machst du wieder Feuer, ne? Au. Jetzt bist du platt. Hübsches Gemetzel. Manchmal muss man Leben nehmen, um andere zu retten. Ist zwar hart, aber wahr. Und jetzt überleg dir, wie du Dalton daraus schaffst. Hm. Das ist natürlich auch geil. Aber das ist nur die Hälfte von meinem. Ja, wobei explodiert bis zu dreimal. Das heißt dreimal 280 Schaden, ne?
Will ich mal so interpretieren. Oder? Warte mal. Explodiert dreimal oder? Prallt ab und explodiert bis zu dreimal. Ha. Warte. So. Ich nehme trotzdem meine wieder. Ich nehme doch die. Welche war so teuer? Oh Mann. Halt um 30%. Ja, das ist natürlich auch geil. So. Dann wollen wir den Dude mal retten. Jäger, diese Kultisten wollten mich zwingen, Waffen für sie zu bauen. Das ist so ungefähr das Letzte, was ich will. Jacobs Waffen gehören in Jacobs Hände. Hier, der Schlüssel zu meinem persönlichen Waffenlager. Nimm ihn. Aber frag lieber nicht, wo ich ihn versteckt habe. Ich gehe zurück nach Reliance. Wir sehen uns da, Kammerjäger. Okay. Geschmeidige Operation. Gut, dass Dorton wieder auf unserer Seite ist. Kommt vorbei, damit ich dir gebührend danken kann. Dann wollen wir mal schauen, was im... Vergiss nicht, Dortons Depot aufzumachen. Du hast es dir verdient. Ja, ich weiß nicht, was da drin sein soll, was interessant ist. Normalerweise ist da drin immer nicht so geiles Zeug. Oh, das ist bei uns... Zu Hause, okay, alles klar. Oder in, also zu Hause. Entschuldigung. Weg da. Tschu, 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 piu, piu. So, und jetzt zu rechts, soweit ich mich hier erinnern kann. Ja. So, dann schauen wir mal. Warte, erstmal alles verkaufen. Und jetzt raus hier. Die Munition schießt sie nicht von sich. Ja, bla bla bla. Ich hatte auch mal sowas. Das kann man nicht erklären. Ah, das ist die. Die ist eigentlich immer noch ziemlich geil. Geht's dir, Clay? Kümmer dich um deine eigenen Sachen. Alles klar, Clay. Ich frag ja nur. Unterstützt Läden in der Region. Verkauf bei Marcus. Na nee, das... Ah. War mir eine Freude. Plus eins ist nicht gut. Ah, das ist jetzt dein... Gute Arbeit, Kammerjäger. Dir sagt man einmal was und schon ist es erledigt. Ja, so ungeil ist die nicht. Plus 60% Nahkampfangriff. Kritischer Damage. Hat eine Chance von 30% keine Munition zu verbrauchen. Das war halt auch geil. Aber ja, okay. 60 Damage zu 133. Also, ja. Hey. Hey.
Was machst du da? Ich will mit dir sprechen. Kugeln kauft man bei hey. Marcus Munitions. Back dich mal nicht da, da rein. Komm da raus. Ich muss fein mit dir reden, ne? Also. So beginnt der Widerstand. Ich war überall in dieser Galaxis. Habe Dinge gesehen, so dunkel und schrecklich, dass du sie nicht glauben würdest. Aber diese Calypso-Zwillinge und ihre Anhänger spielen in einer eigenen Liga. Man muss nicht studiert haben, um zu wissen, dass sie jemand aufhalten muss. Und ich glaube, dieser jemand bist du. Wir sehen uns, Kammerjäger. Ungewöhnlich. Ich könnte noch zwei Hände gebrauchen. Die KDK schlachten sich gegenseitig ab. Sollen wir ihnen helfen? Natürlich. Die Echocast-Spinner haben einen kleinen Familienzwist am Laufen. Die haben ihre Anhänger in zwei Teams aufgeteilt, die sich zum Spaß gegenseitig umbringen. Wenn beide verlieren, gewinnen wir. Also auf ins Camp Tyrene und hör dir das hier inzwischen an. Was geht, Banditenfamilie? Troy und ich haben eine kleine Wette am Laufen. Wir wollen wissen, wen ihr mehr liebt. Also bildet ein Team Tyrene. Und ein Team Troy. Und dann bringt euch einfach gegenseitig um, okay? Dem Sieger winkt eine Iridium-Mitgliedschaft. Und ich hoffe dabei schwer auf Team Tyrene. Möge das Töten beginnen. Tschüssi. Laut meinen Informationen plant Team Tyrene, Team Troy, ein explosives Geschenk zu überreichen. Genau das wollte der Widerstand auch machen. Also, wieso helfen wir nicht ein bisschen nach? Mach das Camp platt und hol die Bombe für Team Jacobs. Die KDK bringen sich gegenseitig um? Bestens. Ich habe für Geld getötet und für Beute. Aber für zwei Bladen, denen man völlig egal ist, das will nicht in meinen Schädel. Alter, wie dumm, aber okay. Hilf Björ, oder? Seine berühmten Dynastieburger zu einem hungrigen Kunden auf Eden 6 zu bringen, und zwar schnell. Auch die zurückgebliebenen Hinterwäldler in diesem dinosaurierverseuchten Sumpf brauchen Burger. Hilf mir beim Ausliefern. Na los, mach! Die Werbetafeln der Konkurrenz sind Mist. Und wenn du sie zerstörst, verlängert sich die Frist. Eine Cut-Zeit-Kumpel, jetzt bloß nicht kneifen, die Gefahr ruft, hä? Alles klar, ich heiße Chad, mit einem Doppel-D, D wie Draufgänger. Willst du ein krasses Abenteuer erleben? So richtig krass, Mann? Vertraue dem guten alten Chad, das willst du nicht verpassen. Ja. Schmecke die Gefahr, folge Chad. Ich habe meine Liebe fürs Bare-Knuckle-Boxen entdeckt. Hab gegen meinen Kumpel Brad, einen Jabber und sogar gegen einen Baum geboxt. Aber ich brauch's extremer. Ich denke da an einen Sauro. Ich denke an Saurianer-Boxen. Wir hätten auch einfach die Tür nehmen können. Hoch hinaus! Yeah! Was ist los mit dem? Also schmiere ich mich mit ihren Eingeweiden ein. Wuhu! Grogjagd! Los geht's! Du Niete! Würdest du bitte nicht die ganze Zeit das ändern? Tollkühner Wahnsinn! Und jetzt her damit, damit ich mich einschmieren kann! Boah, wie das stinkt! Die müssen sich in die Hose gemacht haben, so wie das riecht!
Perfekt! Suchen wir uns ein paar Saurianer-Opfer! Alter, was ist los mit dem? Wow, da ist einer! Dieser Grogsaft wirkt! Ich frag mich, wie der wohl schmeckt. Aber egal, auf in den Kampf! Keine Sorge, ich mach das! Oder doch nicht! Sekunde, ich will ein paar Tricks ausprobieren, die ich von diesem schlauen Chaba gelernt habe. Super gut. Hab schon Schlimmeres gesehen, aber nicht viel. Du brauchst einen Arzt. Wir brauchen dich im Kampf, Soldat. Nee, brauchen wir echt nicht. Hast du das gesehen? Wow, mega extrem. Ein paar Fleischwunden, ein paar gebrochene Rippen. Egal, die Gefahr muss nach Blut schmecken. Denn so schmeckt die Gefahr eben, Kumpel. Oh, ich habe eine neue Idee für einen weiteren epischen Stunt. Dein letzter Stunt hat dich beinahe umgebracht. Hör zu, Kumpel. Wenn dich die Gefahr anruft, nimmst du den Hörer ab. Mehr nach! OMG. Wieso kann er da hochklettern? Oh, hochspringen und dich nicht. Na egal. Wo ist er denn jetzt hin? Ring, ring, Kumpel! Oh. Wie? Warum? Megasprung! Ich liebe deinen Style! Hä? Hallo, Gefahr. Ich bin's, Moos. Woohoo! Gute Antwort, Kumpel! Chat will, dass du diesen Badass Space Jump miterlebst. Mach dich bereit! Brauchst du dafür nicht einen Fallschirm oder sowas? Pff, Fallschirme sind wie Windeln des Himmels. Das ist was für Babys. Willst du nicht am Limit leben? Am Limit der Gefahr? Schau von da drüben aus meiner Tollkühnheit zu! Sag mir, wenn du bereit bist, Mann! Wo? Krasser Sprung! Parkour-Style! Hä? Verdammt! Der ist schon gesprungen, oder was? Bist du schon wieder tot? Natürlich. Aber er hat's überlebt. Woohoo! Verdammt! Ja! Bei meinen blutenden Eingeweiden! Das war irre! Ja, okay. Noch eins dann. Was fällt, muss auch wieder steigen. So lautet ein Sprichwort im Gefahren-City. Der Aufzug da drüben? Viel zu langsam. Sorgen wir für einen raketenhaften Boost. Raketen. An einem Fahrstuhl. Ich höre immer nur, verdammt, ja, Raketen! Besorg mir welche! Das wird fantastisch! Okay, Raketen. Gut, da ist eine Rakete anscheinend irgendwo. Nummer 1! Ja, danke, ich kann sehen. Woher weiß der das? Alter, wer friert mich so ein? Du hattest so unverschämt viel
Glück, Bowser? Ja, ja. So. Ich weiß nicht, ob ich das Maschinengewehr behalte, ehrlich gesagt. Weil das macht nur drei. Das wird so rocken! So drei Salben. Und ja, 130 Schuss, Schuss pro Minute, nee, 130 Damage pro Schuss. Und die andere macht 60. Aber, also 60 Damage. Ja, so gefällt mir das. Ja, das war klar. Ja. Ja, ich glaube, die andere... Das andere Maschinengewehr ist besser da. Hyperion weiß, dass du bei Waffen die Wahl hast. Wir weisen darauf hin, dass es bei Respawns nicht so ist. Der ist nicht mehr da, oder was? Ich will eine Revanche, jetzt komm schon. Ah, jetzt. Das reicht, mach sie fest! Die Gefahr ruft! Erwischt und abserviert. So. Wohin? Da. Wieso musste ich eigentlich nur drei holen und nicht vier? Ich glaube wirklich, dass das reicht. Ah, da ist schon. Wenn das alles vorbei ist, kannst du mein tollkühnes Versteck in meinem Haus haben, okay? So, Tolkien! Und jetzt tritt zurück. Es wird Zeit für eine Jungfernfahrt. Bist du bereit hierfür, Raketentripper? So heißt du jetzt nämlich. Toll. Mann, es hat nicht funktioniert. Aber das wird schon. Schieß einfach auf den Zünder. Das sollte helfen. Woo! Zündung! Schieß auf die Zündung! Schieß! 100 Stunt-Cent! Zeit für ein Stunticle! Warte, nee, das klingt ekelhaft. Stunthalla! Ein Wegticket nach Stuntopia! Das wird stuntakulär! Zeit für ein Stunticle! Warte, nee, das klingt ekelhaft. Also. Schmecke die Gefahr! Dieser Mann starb so, wie er gelebt hat. Halsbrecherisch. Kommt er irgendwann runter? Oder haben wir ihn jetzt in den Orbit geschossen? Oh oh. Achso, okay. Okay. Wow. Super. Okay, das war mal eine interessante Version. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir machen hier jetzt Schluss und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder.
Silvester. Gut, bye.